Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Griever Games News, Leute. Es hat jetzt einen Grund, warum ich direkt hier bei diesen beiden Plots stehe. Und zwar, Leute, hat ja neulich Abke zwei Spawn-Plots auf CDBit 1 verlost. Das eine hat er noch und das andere gehört schon einem Supreme ist KKPI. Supreme ist Kaka hat es bekommen. Nach meiner Meinung ging diese Verlosung nicht mit rechten Dingen zu, weil Supreme ist Kaka ist ein sehr bekannter Spieler. Nach meiner Meinung hat er es nicht verdient, so einen Plot zu haben. Ich hätte eher lieber einen Anfänger verdient, so einen Plot zu bekommen, als jetzt wie Supreme ist Kaka. Der muss da bestimmt irgendwas im Team gemacht haben. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, Leute, soll dieses andere Plot eigentlich noch der liebe Nana bekommen, der gerade auch auf CityBit 1 online ist, weil er in der Folge von Abke das beste Teil gebaut hat. Aber warum er dieses Plot hier noch nicht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist eins von diesen Plots ungefähr 3 bis 5 Millionen wert, Leute. Müsst ihr euch ja mal geben. Eins von diesen Plots ist 3 bis 5 Millionen wert. So viel habe ich nicht mal in meinem gesamten Leben auf Griever Games verdient. Das war halt schon ein bisschen belastend. Okay, Leute. Dann kommen wir auch schon mal zu der nächsten News. Und zwar ist die nächste News. Falls Artikel 13 wirklich kommen sollte, würde der erst 2021 eintreffen, was sehr spät wäre. Wir wissen nicht, ob dort denn überhaupt noch Griever Games existieren würde. Aber wenn, Grüße in das Jahr 2021. Auf jeden Fall wird das Forum dicht gemacht, wenn dieser Artikel wirklich beschlossen werden sollte und wenn er denn endgültig raus ist, Leute. Ja, das würde dann aber erst spätestens 2021 passieren. Von dem her könnt ihr noch das Forum lange genug benutzen. So, Leute, dann zeige ich euch mal, was für neue Befehle und was für neue Ränder rausgekommen sind. Slash Rand einmal. Hier kann man jetzt seinen Rand weiß machen, Leute. Früher hat man diesen Rand nur bekommen, wenn man sich Plots dazu gekauft hat. Und das ist ja auch schon so schön und gut. So, Leute, dann hat man ja noch einmal diesen Lava-Rand. Und dann, ich glaube, der Rand ist neu, der Wasserrand. Und zwar ist dieser Rand für für diesen Block hier. Für unter diesem Block. So, Leute. Und es wurden noch bei dem Update, was neulich draufgespielt wurde, wurden auch noch diese Bugs behoben, womit man Schienen, Fackeln und so duplizieren konnte, wurde alles behoben. So, Leute, man kann jetzt slash E machen und dann kann man dort seine Level einsetzen. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. So, ich habe jetzt hier 8 Level, 8 Bottles. Ihr denkt euch jetzt, ja, in jede Flasche ist ein Level. Nee, Leute, ist absolut behindert gemacht worden. Hier ist, warte, wir können ja mal ganz kurz auf meinen Plot gehen. Hier ist, du kriegst hier eben nicht deine 8 Level. Das ist übelst behindert gemacht worden, Leute. Scheiße geregelt. Ich würde euch empfehlen, benutzt diesen Befehl einfach nicht. Aber es ist einfach mal ein cooles Gadget. Griever Games sollte es vielleicht so umprogrammieren, dass in jede Flasche ein Level ist, was du normalerweise hast. So. Es wird auch bald ein Update in den Supreme-Kisten geben. Nur mal so, woher ich das alles weiß. Forum von meinen Kumpels, denen ich halt glaube. Und von mir persönlich, weil ich das halt weiß. Weil ich das vom Team gehört habe, sonst wo. Oder von vielen Griever-Games-Spielern. Also wenn es viele Griever-Games-Spieler sagen, kommt das meistens mit in diese News rein. So, Leute. Auf jeden Fall wird es bald bei ein Update bei den Supreme-Kisten und bei den epischen Kisten geben, wo neue Items hinzugefügt werden, neue, ich glaube auch sogar neue Prefixe, Leute. Da können wir uns mal gespannt lassen. Meine persönliche Vermutung ist, welcher neue Prefix hinzugefügt werden könnte, wäre so ein schwarzer Prefix, der sowas ähnliches, so dieser weiße Prefix und dann so ein richtig schöner schwarzer Prefix. Das wäre halt richtig geil. So, Leute, und im Moment gibt es auch noch eine neue Designer-Bewerbungsphase auf Griever Games. Und zwar kann ich euch mal erzählen, worum es die gibt. Ihr fragt euch sicherlich, hey, Griever Games hat doch erst vor ein paar Monaten neue Designer eingestellt. Wieso stellen die denn jetzt schon wieder neu ein? Ja, Leute, die sind einfach rausgegangen, weil die nicht genug zu tun hatten. Die hatten einfach nichts zu tun. Die hatten einfach den Rang Designer und haben vielleicht einmal im Monat einen Auftrag bekommen, der 2 Stunden gedauert hat, Leute. Und die wollten einfach mehr zu tun haben und deswegen sind die rausgegangen. Was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil mit diesem Rang kann man eigentlich schon recht viel machen. Auf dem TS zumindest und man hat halt auch höheres Ansehen, sage ich mal. So, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine Video dazu gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.